Und damit hallo und herzlich willkommen mit John und Video auf meinem Kanal. Ich bin heute auf Hypixel unterwegs, weil es ist ja wieder Sonntag und deswegen kommt heute Hypixel. Und heute will ich ein paar Sachen machen, und zwar als erstes, ich habe mein Ruinbow verzaubert. Voll. Also es fehlt jetzt noch ein Lion Killer, glaube ich. Oder irgendeine Verzauberung fehlt noch. Die habe ich aber noch nicht freigeschalten. Dann als nächstes, nachher will ich ein paar Minions upgraden. Weil da habe ich ein bisschen was bekommen von Floodlow Master und ich habe auch selber ein bisschen was zusammengefarmt. Und dann will ich noch einen Magna-Boss killen. Der spawnt nämlich in 8 Minuten. Es gibt da so einen Timer im Internet, wann er ungefähr spawnt. Und der sagt 8 Minuten. Der ist auch meistens immer relativ genau. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal damit an, dass ich ein paar Minions upgrade. Und zwar, wie ihr hier seht, Potato und Carrot. Minions sind bei mir noch ganz niedrig, also die sind noch auf keinem hohen Level. Das kannst du nicht hoch nennen. Deswegen, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Deswegen gehe ich jetzt mal die zwei Minions hier upgraden, weil, guck mal, hab hier 54 verzauberte Karotten. Und da habe ich Kartoffeln. Dann fangen wir jetzt gleich mal hier an. Ich nehme mir einfach mal ein bisschen was raus. Es kann sein, dass ich ein bisschen erkältet bin. Deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist nicht so schlimm. Potato. Graden. Als ob ich dafür schon die Verzauberten brauche. Ja, die brauche ich dafür wohl. Einmal hoch, zweimal hoch. So. Ich kümmere mich jetzt auch erstmal um das Karotten-Minion, das ist Level. Ja, gut zu wissen, dann hole ich mir jetzt nur noch die Verzauberten und mach mir, wenn es sein muss, noch Verzauberte. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Floodlow Master, der mir hier auf jeden Fall weitergeholfen hat. Irgendwas ist hier gerade dezent komisch, irgendwie buggy, keine Ahnung. So, machen wir mal so und so und so und dann nehmen wir uns das Potato Mini. Potato Mini Level 6. Ja gut, also ich habe nie gesagt, dass wir hier weit kommen. Karottenminion Level 5. Ja, also wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass wir hier weit kommen. Ja, das Zusammencraften wird es jetzt auch nicht mehr bringen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 weitere Slots. Also wir haben jetzt 4 weitere 4 Minions weiter geupgradet. Ich habe sogar noch, oh doch, ich habe hier unten noch, guck mal, ich war ein bisschen fleißig, ich habe ein bisschen Eisen gespart, ich habe ein bisschen Kohle gespart, ich habe ein bisschen Quarz gespart. Beim Quarz weiß ich nicht, ob es reicht, aber zumindest das Eisenminion bringen wir auf Stufe 10. 12 weitere Minion-Slots. Hier, das bringen wir auf Level 8. 11 weitere Minion-Slots. Das bringen wir auf Stufe 10. 10 weitere Minion-Slots. Und dann habe ich weiß nicht, ob ich den Clay-Minion nochmal upgraden kann. Auf jeden Fall, ich schalte bald auf jeden Fall den 16. Minion-Slot frei. Doch, den kann ich auch upgraden. 100 pro. Das Clay-Minion werde ich auch upgraden können. Dann haben wir auf jeden Fall hier ein bisschen was geupgradet. Level 10. Und unser erstes Minion auf Stufe 11. Das erste Minion ist gemaxed. Fehlen uns noch 9 weitere Minion-Slots. Die werde ich jetzt nicht mehr hinkriegen. Der Magma-Boss spawnt in 3 Minuten. Ich packe euch auch mal einen Link in die Beschreibung, wo ihr dann auf die Seite kommt. Ich habe hier außenrum mal, ihr seht da eine Reihe Erde. Das ist das Maximum, was ich an der Insel habe. Ich bin auch gerade dabei, die Kürbisfarm größer zu machen. Die benutze ich zwar nicht mehr so viel, aber ich will sie trotzdem größer machen, weil das ist einfach cool, wenn du da so eine riesen Farm hast. Und ja, dann sehen wir uns, wenn der Magma-Boss spawnt. Beziehungsweise, ich zeige euch mal kurz, ihr müsst dann halt hier in das zu Blazing Fortress. Und dann einfach nach ganz vorne laufen, einfach hier geradeaus. Dann da runter und dann einfach gerade raus vor. Und ich mach's aber immer so, ich suche mir eine leere Lobby, weil hier sind übel Schwitze unterwegs. Und deswegen, ja, also dann bringt das mir halt nichts, weil dann kriege ich auch nie wirklich was. Shutterstock music.
Auf jeden Fall, ihr habt jetzt gesehen, wie ich hier den Magma-Boss getötet habe. Und dann, ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich eventuell dass ich das Slime-Minion nochmal upgraden kann. Vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen wir heute sogar noch den 16. Minion-Slot freizuschalten. So, aber eigentlich müsste ich das Minion ja noch, wenn man das Niveau kriegt. Ja, da haben wir es auch schon, Slime Level 7. Jetzt fehlen nur noch 4 weitere Minion-Slots. So, ich habe jetzt hier auch noch mal ein paar Melonen gesammelt. Weil so Melonen-Minion ist auch noch sehr weit am Anfang. Können wir dann auch noch ein paar Plätze gut machen, sage ich jetzt mal. Okay, aber dann habe ich Melonen-Minion Level 3. So, dann tue ich die hier nochmal rein. Dann kann ich das hier nochmal upgraden. Ne, mehr ist nicht drin. Schade, mehr ist nicht drin. 5 weitere Minion-Slots fehlen nur noch. Ein Kaktus-Minion, den können wir auch nochmal upgraden. Der ist auch noch nicht wirklich hoch. Ich bin halt gerade so ein bisschen am Suchen, was wir noch alles upgraden können, weil so viel Rohstoffe haben wir jetzt auch nicht von allem. So, den Kaktus-Mini, den kriegen wir jetzt auch noch mal hoch. Dann fehlen uns sogar nur noch 4 Slots und die kriegen wir noch hin. Versprochen. So, ich habe gerade gesehen, der Redstone-Minion ist noch maximal niedrig. Der ist erst auf Stufe 4 oder so. Den kriegen wir auf jeden Fall noch auf 7 oder so. Das kann ich auf jeden Fall garantieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier jetzt einen Stack drumrum braucht. Nein, dann brauchen wir das Verzauberte. Dann machen wir so. So. Bam. Die 48, die sollten jetzt noch für ein Upgrade reichen. Ja, oh mein Gott, das reicht, das reicht, das reicht. Das heißt, ich habe noch ein Level. Ganz nice. 2 weitere Slots noch, dann habe ich den 16. Ich ziehe das durch. Ich weiß nicht wieso, aber hatten hier mal irgendwie Eis gekauft oder so. Das heißt, ich mache den Eis-Minion jetzt einfach noch 2 Level hoch. Dann ist das Problem endlich. Also ich nenne es jetzt mal Problem. Dann ist das endlich gelöst. Und wir haben den nächsten Minion-Slot. So, erstmal 1000 Coins für Eis ausgegeben. Aber jetzt Eis-Minion Level 3. Eis-Minion Level 4. Und damit haben wir den 16. Minion-Slot. Ja, und damit würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Es ist jetzt ein bisschen länger geworden, glaube ich. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!